uns das Thema Exploration auf die Fahnen geschrieben. Und zwar denken wir, dass jeder Taucher, der sich für technisches Tauchen interessiert, der diesen Weg gehen möchte, insgeheim natürlich auch den Traum hat, an tatsächlichen Projekten, an Explorationen teilzunehmen. Jeder hat irgendwie den Kindheitstraum vielleicht auch mal tatsächlich dieses eine Wrack zu betauchen, an dem noch niemand war, die eine Höhle ein Stück weiter zu erforschen, mal an einen Platz zu kommen, wo wirklich vor ihm noch niemand war. Und ich denke, dass es für einen privaten Taucher fast nicht möglich ist, an solche Projekte ranzukommen. Und aus dem Grund sieht man viele Leute, die technische Ausbildung machen, letzten Endes mit 3 Stages mehr im gleichen Baggerloch, aus dem sie vorher gekommen sind. Und das empfinde ich als sehr schade. Und ich denke, dass hier die Verbände gefragt sind und auch eine gewisse Verantwortung haben, den Leuten das zu bieten, wofür sie ausbilden. Und da sehe ich den größten Unterschied zu unseren Mitbewerbern, weil wir regelmäßig echte Projekte anbieten, die wir mit von uns ausgebildeten Tauchern durchführen. Danke, Achim.